Nee, das will ich jetzt erstmal erklären. Guck mal, wie du da sitzt, ganz ehrlich. Soll ich wieder nach Hause gehen und sagen, der Frankenwaller hat seinen eigenen Platz, oder was? Ja, natürlich, klar, der ist genauso Teil der Sendung wie du und ich. Der Frankenwaller ist auf einer Ebene mittlerweile. Ja, natürlich, absolut. Mittlerweile, glaube ich, können wir mal alle drei Kronenhaufen sehen gerade aktuell? Ah, und wo sind die Kronen von Waller? Hab ich auch noch bei Kronen dabei. Also wenn der Waller eine Krone kriegt, ohne Witz. Ich kann ja vielleicht auch mal mitspielen, also ich bin ja hier dabei, also ich mache mal immer die Zeit frei. Nein, kannst nicht, du blöder Wichser! Und jetzt geht's los. Verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Mit Lars Paulsen. Raus mit der Schulter, raus mit der Schulter. Du hast ja ausgeguckt. Raus damit! Ey, ist raus mit der Schulter! Oh, ich bin ein Schweißfinger. Ah, das müsst ihr machen, das hat der Lars immer gerne. Wenn ihr ihn trefft, erstmal am Bauch kitzeln, und dann reißt ihm die Schulter raus. Ja, dann hau ich euch aufs Maul. Wirklich die labbrigsten Schultern der ganzen Welt. Das ist wirklich wie so ein halber Hahn, der da irgendwie schon seit 2 Wochen auf der Heizung liegt, so richtig labbrig. Der halbe Hahn unter den Rocket Beans Formaten ist Verflixte Klicks und dazu wünschen wir euch alles Gute. Herzlich willkommen, dass ihr mit am Start seid, finde ich toll. Florentin Will ist mit am Start. Er hat die letzten Male ganz gut sich geschlagen und klopft so ein bisschen an meiner Überholspur, aber ich habe noch Abstand genug, sodass ich eigentlich schon 250 km/h fahren könnte und ich hätte noch genug Bremsweg, um ins Ziel zu gelangen. Ja, ist richtig, aber ich habe die Lichthupe an auch schon seit 4 Kilometern und ich will vorbeiziehen, solange wie es noch geht. Und der Rückenwind steht aktuell sehr, sehr gut, denn die Kronen wachsen, meine wachsen schneller als deine und ich bin sehr gespannt, wie sich das am Ende der Folge entwickeln wird. Ja, worum geht's? Um es kurz zu machen. die Internettechnologie hat es uns ermöglicht, nicht nur Dinge anzuschauen. 500.000 Folgen. Sondern man 1000? Kann auch Dinge interaktiv hochladen. Ja? Also das war so ein bisschen die große Trendwende im Internet. So im Internet 1.0 haben Leute Artikel geschrieben auf Webseiten, die konnte man dann angucken. Web 2.0, der User lädt seinen eigenen Content hoch. Ja, das sehen wir auf YouTube zum Beispiel. Wusste ich nicht. Und jetzt kommt Internet 3.0, wo wir uns wiederum diesen Content anschauen als Content und sagen, haben das viele Leute angeguckt, ja oder nein? Aber wollen wir uns nicht mal eins? Ja, ich hab's einfach verstanden. Wollen wir uns aus der 3.0-Position nicht auch mal die 1.0-Sachen wieder angucken? Die alten Blogposts und ja, so? Oder so BOL, bücheronline.de, sowas in die Richtung? Bombige Blogs oder sowas? Einfach so biedere Blogs, einfach so ganz alte, trockene. Heute hat übrigens Florentin Will die Accessoires ausgesucht, die auf dem Tisch liegen. Ja, da sieht man, es ist ein Purist. Yeah. Der sagt, nee, wir brauchen nicht mehr, um ein ordentliches verflixte Klickstudio zu haben, als unsere Karten natürlich, also die offiziellen Sachen, die sehe ich ja gar nicht mal als unbedingt Requisite, sondern er hat hier diese Sturmhaube einfach hingelegt und ein Frisbee. Und das ist auch so ein Samstagnachmittag mit Florentin Will im Park, Sturmhaube aufziehen und Frisbee dabei. Nur wenn du sagst, welche drei Gegenstände würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Sturmhaube, Frisbee und der Waller. Weil er in vielen Staaten tatsächlich noch nicht als Person gilt. Ja, das kann man auch mal. Scheiß Waller, ohne Witz, das ist ein Running Gag. Schauen wir doch lieber das Video an, wenn es dir besser gefällt. Der letzte Running Gag, der mir so richtig auf die Nerven ging, war Finn Kliemann. Ja, der war schrecklich. Den Hund fand ich auch furchtbar. Finn Kliemann war schrecklich. Aber den Waller, den mag ich den auch Hund, aber du hast schon gerne mal wieder hier. Also, wir sehen ein Video mit Special Effects, wie sie die Profis nicht besser hätten machen können. Die Experience Bar, das ist ein Wortspiel. Vielleicht kannst du es uns erklären als Gamer. Was ist das Wortspiel mit Experience Bar? Naja, Bar ist zum einen natürlich der Ort, an dem man Getränke bestellen kann im Gastronomiebereich. Mhm. Bar ist aber natürlich auch der Health Bar, also die Anzeige, wie viel Kraft man noch hat. Und Mana. Richtig stolz auf dich. Bin richtig stolz. Gib mir die Schulter. Gib mir die Schulter. Ja, die Schulter. Komm, eine will ich haben. Eine will ich haben. Eine für dich, eine für mich. Dein Erstgeborenes kriegt meine linke Schulter. Komm, eine für dich, eine für mich. Eine für dich, eine für mich. Das ist nur fair. Du hast zwei Schultern. Ich brauch zwei. Dann hast du aber drei. Wenn du eine von dir abschneidest, kriegst du meine. Okay. Meine Spendeschulter. Keiner will meine Spenderschulter. Wir haben eine Spenderschulter für Sie. Von wem ist sie? Von Lars. Nein! Nein. Wir hören kurz rein. Also, geniale Idee. Drinks für Gamer. Ein Drink für jedes Videospiel. Jetzt kannst du am Drink ablesen, welches Videospiel das ist? Ja, ich sehe es halt schon im Titel, ne? No Man's Sky. Völlig richtig. Science-Fiction-Shooter. Ein Klassiker der Videospielgeschichte. Open-World-Science-Fiction. Jeder liebt es. Jeder
jeder liebt keine es. Keine Kritik? Keine Kritik, nein. Hab's schon gespielt, du brauchst mir gar nichts vormachen. Und hier mit, sehen Dennis Richtarski auf dem Sender durchgezockt. Ist das eine Stunde? Ist das eine gute Kombo? Drinks und Gamer. Mögen Gamer Drinks? Mögen Drinker Games? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der erste Instinkt wäre vielleicht, nee, die gehen ja nie aus und deswegen wollen die. Aber ich glaube schon, ein richtiger Gamer ist hackedicht. Ja? Für mich ist ein richtiger Gamer hackedicht. Ja. Weil die schütten sich in meinen Augen halt den ganzen Samstagabend Met rein in den Magen. Bis zum geht nicht mehr voll mit Met. Und das ist für mich der einzige Drink für Gamer ist, Methusalem. Das ist ein Cocktail mit Meat. Ja, gute Idee. Man sieht auch hier früher auf Instagram und Facebook hießen sie früher Silly Goose Content, haben sich umbenannt in Experience Bar. Ist das eine gute Kombination? Ich hab morgen. Ist das, wie heißt ein Drink für Gamer? G-Gin. G-G-Gin. Gin-Gin? Gin-Gin? Win-Win? Weiß ich nicht. Aber ich kenne einfach einen Drink, das ist niemand Drink. Mir sind die Welten in No Man's Sky einfach zu random und im Endeffekt, wenn das alles computergenerierte Welten und Wesen sind, dann mag das vielleicht jedes Mal ein bisschen einen Unterschied machen, aber im Endeffekt ist es halt doch nur zufällig und dann auch wiederum egal. Okay, können wir das Game Talk-Logo einblenden oder wollen wir jetzt hier einen kurzen Game Talk machen? Ich meine, ich habe auch eine Meinung, aber die sage ich halt nicht, weil es nicht ins Format passt. Okay, alles klar. Dann bleiben wir jetzt im Format. Und ja. Bringen mir die nächste Krone ein. Ich sage nämlich, dass das durchaus funktionieren kann, aber eher auf Instagram. Geh damit auf Instagram ein bisschen hoch. Sind sie ja auch, ja, sind sie ja auch. Ja, ausschließlich. Experience raus aus YouTube. YouTube reißt dich runter. Das muss auf Instagram passieren. Richtig cool, schön abgefilmt. Slow-Mo. Ich will da Lachgas, ne, wie heißt es? Trockeneis will ich da rauskommen sehen aus dem Cocktail. Vorher kaufe ich es nicht. Und in dem Fall bin ich ja noch nicht ganz abgeholt von diesem jungen Mann. Wir sind aber trotzdem noch, weil es ein etablierter Kanal ist, bei 1700 Klicks. Sorry, kann ich nichts machen. Also ich glaube, es ist nur ein Format auf dem Kanal. Ich glaube, der Kanal heißt Silly Goose. Wir sehen rechts oben auch das Logo des YouTube-Kanals. Und auf diesem Silly Goose Content-Kanal gibt es ein Format, das heißt Experience Bar, Drinks für Gamer. Also meinst du, die machen hauptsächlich Gaming oder hauptsächlich, und das ist eine Ausgabe für Drinks? Ja. Oder umgekehrt, hauptsächlich Drinks und das ist eine Ausgabe für Gaming? Nee, ich glaube, die machen verschiedenen Game-related Content, sag ich mal. Deswegen glaube ich, sind die wie so eine alberne Gans sind die auf ihrer YouTube, ne? So richtig alberne Gans. Na, mein Lieber? Ich glaube, es ist mehr. Ich glaube, es ist mehr. Ich glaube, es sind 3800. Also nicht wesentlich mehr, aber doch mehr. Doch mehr, das ist schon ein Unterschied. Also die ersten 10.000 sind immer die schwersten. Danach geht's steil bergauf, das weiß jeder. Ich bin sehr gespannt, wie viele Punkte ich noch bekomme. Ob ich einen bekomme oder 3800. Bitteschön. Ich sehe es jetzt. Ja, sehr gut. Erster Punkt. Wusste ich, hatte ich das im Gefühl gehabt. Fuck, ey. Ich bin nicht mehr. Also alles, was mit Alkohol zu tun hat, bin ich echt raus, muss ich echt sagen. Nee, weißt du, was dein Problem ist? Du kannst die Kronen gar nicht halten. Ja. Dein Nacken ist überhaupt nicht gemacht. Du hast jetzt wieder irgendwie eine Krone die letzten Wochen bekommen und dann merkst du so langsam, oh, nee, ey. Nee, ich habe nicht den Nacken für Kronen. Ich könnte kein König sein. Ich habe nicht den Nacken dafür. Ja. Du brauchst einen richtig dicken Nacken einfach. Also, es regnet. Und der Filmende möchte sich nicht hinauswagen, sondern er nutzt sein Kameraobjektiv als erweitertes Fenster. Nochmal reinhören. Ist da rechts ein Bildschirm? Ganz rechts? Stopp. Ja, ist YouTube gehört. Der wird gesungen. YouTube ist da offen. Und wir sehen da auch die Klicks sogar schon von seinem anderen Video. 1111. Warte mal. 1111. Oder 111. Ich glaube 111 und dann 100E. Also ist E heißt Klicks auf Spanisch. Ja, oder 1000. Dito, Mamelito, Dito, Mamelito. Andere okay, ein YouTuber mit wenig Erfolg singt die Regenhymne. Quando Mamacito. Quando Mamacito, Quando Mamacito.
Also immer wenn es regnet. Enden. Ja, das je nachdem. Ich war jetzt in Südmexiko. Ja, Südmexiko. Also, naja, 111 ist natürlich eine Orientierung, die man nicht einfach so unter den Tisch rücken darf. Muss natürlich nicht sein Kanal sein. Ne? Kann natürlich auch irgendein Video sein, das er zuletzt angeschaut hat. Ja, aber guck mal, wer angeloggt ist hier, oder? Könnte das unser YouTuber sein, selber sein? Ja. Der Zuschauer kriegt davon gar nichts mit, weil es sich an der Peripherie des Blickfeldes befindet. Ja. Ich hoffe, ihr habt eure 3D-Brillen auf, denn für Flix Klicks wird ja auch komplett in 3D gesendet. Allerdings niemand schaut das so, aber es ist trotzdem. Hinter euch ist die ganze Zeit mein Hund. Also, wenn ihr jetzt mit der VR-Brille nach hinten schaut, da ist Milo. Das ist ja gar nicht spanisch. Es ist nie im Leben das Undercover-Video. Nee. Ich sage, es hat. Aber habt ihr das verstanden? Also, wir haben zum Bildende da hinten noch was gesehen, das ihr nicht sehen konntet. Also, ich weiß nicht. 57 Klicks hat das. Versteht. 57 Klicks. Das rein kognitiv bei euch reingeht. 57 Klicks, sagst du? Also, wir haben 111 gesehen und gehen einfach mal davon aus, dass es sein Ding war. Aber warum sollte dieses Video 111 Klicks haben? Wir haben einen schrecklichen Titel. Wieder mit Image am Anfang und ohne Leerzeichen zwischen Image und dem eigentlichen Titel. Also, kompletter Crap. Ich frage mich, wie er auf 57 Klicks kommen soll. Aber wenn 111 wirklich sein anderes Video ist, dann schafft das vielleicht irgendwie. Hat er einfach Glück. Es gibt ja so Leute, die haben einfach Glück auf YouTube auch. Was ist das erfolgreichste Video auf YouTube, das Image im Titel hat? Also nur diese Datei-Benennung. Kann man mal suchen, Image? Aber kann man noch suchen nach Klickzahlen, oder? Das müsste doch sehr gut rausfinden sein für jeden affinen YouTube-Konquistador. Es gibt so viele Videos mit Image. Da hat YouTube aufgehört mitzuzählen. Wenn du da eine Suchanfrage stellst. Lars, du kriegst so viel Geld dafür, dass du hierher kommst und eine Schätzung abgibst. Also bitte gib doch eine Schätzung ab, Mann. Nein, ich wollte noch kurz auf diese kleinen Schubkarren an Moneten, die ganz da immer. Ehrlich. Ich habe wirklich beim Rausgehen, da greift der rein, der kann das gar nicht alles tragen, halt was er da Cash bekommt. Haben möchte. Ja, aber ich will halt keine Überweisung. Ist halt unhandlich einfach. Unhandlich. Und ich verstehe auch drauf, dass du das abhebst bei der Bank. Ja, jedes Mal muss ich da kommen mit zwei Schubkarren. Weißt du, wie schwer ist es, zwei Schubkarren gleichzeitig zu schieben, wenn du bei jedem nur eine Seite dran die 5-Euro-Scheine, ja, bestehe ich auch. Deswegen sind es Schubkarren. Cuando, mamacito, mamacito, wieder diese herrlicher Song. Das ist einer der schönsten Songs. Ja, wir sind bei 30 Klicks. 30, 31. Hier drunter an 111 glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das schafft, mit diesem Video wahnsinnig viele Klicks zu erreichen. Ah ja. 30 zu 57. Einer kann es. 15 Punkt für mich. Punkt für mich. War das. Oh, Dimas! Say what? Der hat ja wirklich seit Jahren einen YouTube-Channel. Okay. Keiner weiß es. Und hier sehen wir ihn zum ersten Mal. Deem, aber tolle Grafik, das kann er, ne? Das ist das Gegenteil von Deem. Popular fruits. It is low in calories. An average banana contains about 120 kcal. Low in fat and moderate carbohydrates. Ey, Fruchtsmoothies habe ich mir auch wieder gemacht jetzt. Are essential for muscle growth. Oh, geile Körper, ey. Harvard Health Publications. Also, on rare occasions, eating bananas can cause, can kill me? 30% of the daily value of this vitamin. Also sterbe ich jetzt oder nicht? Ich habe noch nie Werbung für ein bestimmtes Obst gehört. Naja, es ist halt ein Fitness-Send. Es ist so ein Fitness, keine Werbung, oder? Es ist so ein Fitness-Kanal. Ja. And make sure der Deemer! Das ist wirklich Deemer. Ich wusste gar nicht, was Deemer so nebenbei macht. Warte mal. Nein, meinst du, Deemer hat ein Undercover-Video eingeschickt? Ein Undercover-Video eingeschickt und ist dafür. The artificial ripening process causes the banana starch to begin to soften blood flow to certain parts of the hormone. Also, wir sollen offensichtlich mehr Bananen essen, aber wahrscheinlich wird in dem Video auch davor gewarnt. Aber wir merken uns, esst mehr Bananen. An average banana. Post-Workout oder Prä-Workout? Das ist ja die große Frage. Streiten sich ja viele Bodybuilder mit Armdrücken. Und in der Bodybuilder-Community trägt man jeden Streit mit Armdrücken aus. Auch ja, das ist sehr unter Sportwissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen wird alles mit Armdrücken geklärt. Das ist ein schwieriges Video, weil es ist klar, es gibt so Health und so Sachen, ist ein großer Markt, aber da gibt es halt auch viele Personality-YouTuber, die halt dann irgendwie da sagen und hey, ich habe trainiert und ich esse gerne Banane. Das ist immer so diese merkwürdige Voice-Over-Videos,
Also ich muss ja anfangen. Ich sag mal, da ist auf jeden Fall ein Markt für da. Und der Titel ist hervorragend, denn du kriegst exakt das, was im Titel steht, nämlich... Beweg nochmal. Why do you need to eat bananas? Wir werden hier sogar Call to Action auf... Also es kann schon ein Channel sein, der durchaus seine Klicks hat, auch wenn es jetzt nicht so YouTube-mäßig ist da mit einem Menschen... Das sind andere Bananen, ne? Das ist, glaube ich, amerikanisch. Da gibt's auch immer diese grünen Bananen. Habe ich auch mal versucht zu essen. Die waren steinhart. Ich glaube, die muss man erst irgendwie so irgendwie radioaktiv aktivieren. Oder ja, so, oder stehen lassen geht auch. Ja, ja. Nee, aber die waren nicht einfach nur unreif, die waren doch, einfach grün. Achso, ich dachte, das war ein Joke von dir. Nein. Das wäre weder der falsche Zeit, die falsche Zeit noch der richtige. Man weiß halt bei dir gar nicht mehr, woran man ist. Ne? Ja, hier machst du mal einen Scherz, dann schreibst du wieder eine wissenschaftliche Abhandlung über Kokosnüsse, was mich total schockiert hat damals. Freut mich, dass du es gelesen hast. Also, ich glaube, ich muss ich bin immer unsicher, weil das ist jetzt halt ein Video. Ja, du bist heute das unsicher. Das könnte halt 200.000 Klicks haben oder so, aber auf der anderen Seite halt auch irgendwie so 20. Weißt du, normalerweise kommst du hier an das Format rein, dicke, stolze, gestellte Brust und sagst, ich mach dich jetzt platt. Und heute von Anfang an so, ich weiß es nicht, es tut mir so leid. Ja, heute war ich schwach. Ja, du bist nicht gut drauf. Ja, vielleicht. Ja, guck ihn dir an. Ja, ich bin wirklich gerade an einem Tiefpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, auch im Leben. Also ich bin einfach ganz unten. Ich bin gerade ganz, ganz unten. Ja. Also ich schaue zurück auf diesen Ort und denke mir, okay, jetzt geht's mir zum Glück besser. Ja, guck dir runter mit an. Mir, runter mit mir. Bad ganz runter. Noch runter, noch tiefer, noch tiefer. So, jetzt passt. Nicht zu retten, der jetzt Junge. Jetzt passt. Noch tiefer. Okay. Runter damit, runter damit. Ich bin bei 8.900 Klicks. Ey, du bist ein Kasper. Du bist ein reiner Kasper. Du bist wirklich ein lupenreiner Kasper, bist du. Du bist einer wirklich der reinsten Kasper, die ich je gesehen habe. Kasper so. Nee, du bist wirklich einer, also wirklich 100% Kasper, von oben bis unten. Ja, was macht denn ein Kasper? Du bist ein Kasper. Du bist der Kasper. Ich sag, das hat nix. Das hat keine Klicks. 600. Du traust Dima nicht, aber wir haben einen guten Avatar, haben gute Thumbnail, haben einen guten Titel. Wir haben alles dabei, du sagst 600 und damit hast du nee, diese Voice-Over-Schnittbilder, Videos, nicht, ja. Die gefallen mir einfach nicht. Ja, aber wenn der Titel stimmt, dann stimmt das Video. Bitteschön, die Klicks. Ah. Ja, ja, ja. Dima, ich kenn doch meine Voice-Over-Videos. Without interacting with them in any way, can we know for sure which of them which? Although this may seem impossible. Oh fuck, der wird so erfolgreich, ich weiß es jetzt schon. Ey. Der wird ein Buch schreiben mit 30, super erfolgreich. Dimensions tend to make us think of movies or other media in which they're depicted as an alternate reality vastly different from our own. However, in reality, spatial dimensions just have two key characteristics. One, they are an axis of movement. Gauchip, ey. Alter! Holy crap! Die Animation! Oh, holy shit! Holy shit! Nee, nicht noch ein. Nicht noch ein. Halt's fest, Alter, drei. Nicht noch ein. Nee! Oh, Gott sei Dank. Ach. So kriegst du mir aus dieser Zauberwelt wieder raus. Oh Gott. Mach's nicht nochmal, mein Lieber. Nein, die vierte Dimension. Du Hexer! Jetzt kommt die vierte Dimension! Das ist Hexerei, das ist Hexenwerk. Das ist Hexenwerk. Nein, er faltet das. Wie wird's aufgelöst? Er faltet das Blatt Papier. Wie wird's aufgelöst? Er faltet das Blatt Papier. Geh mir weg mit der vierten Dimension. Ah! Nicht falten! Nicht falten! Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Oh, Animation. Oh, die verstehe ich. Gott. Da verstehe ich alles. Achso, ja klar, kann man zeichnen. Sieht es als Kreis. Ja. Kann man zeichnen, kann man umdrehen. Easy mit Photoshop. Oh Gott sei Dank. So, bitteschön. Ich will noch einen sehen, komm. Komm schon, mach's nochmal. Ja! Ja! Nee! Nee! Alter, der Typ ist krass. Ja, wenn man das vergleicht mit deinen... Oh, seriously, Alter! Wow! Holy shit. Also, tolles Video. Ja, super Typ. Das ist Teil der Breakthrough Junior Challenge 2020. Er erklärt die vierte Dimension. Und da ging es anscheinend darum, Erklärvideos zu machen oder halt irgendwie kleine Projekte zu machen für die Breakthrough Junior Challenge. Hat er das selber gemacht?
Ja, das kann ist schon sein. Einer der ganz Großen. In ein paar Jahren wird er richtig durch die Decke gehen. Oder es ist halt so, dass heutzutage jedes Schülervideo so aussieht und wir sind halt einfach noch so total aufgewachsen. Lass uns den kaufen. Ja? Lass mal bei Rocket Beans, lass mal, guck mal in Arnos Büro nochmal unter das Sofa, ob da noch ein paar Moneten rumliegen und dann lass uns den Typen kaufen. Der ist jetzt billig, aber in 20 Jahren ist der wahnsinnig viel wert. Also die Challenge war 2020, er ist schon 2 Jahre älter. Der kann jetzt schon seinen Harvard-Abschluss haben. Ja, ja, ja. Irgendwie zu teuer für uns werden. Aber ansonsten gerne. Ich finde den cool. Ich finde, der hat das richtig gut drauf und ein schönes Video gemacht, aber kriegt das auch. Das ist halt immer so das Ding bei so Aktionen, wo schicke dein Video ein und so. Am Ende gucken das halt die Jury an von 10 Leuten und halt mehr nicht so. Und das ist jetzt auch kein Klicker. Und nur weil jemand unfassbar talentiert ist, heißt es ja nicht, dass es viele Klicks hat. Das habe ich ja am eigenen Leib auch erfahren müssen. Also, dass selbst die talentiertesten Menschen Deutschlands nicht unbedingt jetzt durch die Decke gehen. Was lachst du jetzt so? Du guckst jetzt so blöd? Kannst du mal hier unter meinen Fingernagel gucken? Nee, ich glaube, da habe ich irgendwas stecken. Nee, danke. Nee, wirklich. Okay, fang an mit deiner Schätzung. Als Schutzreflex bei dir mittlerweile ganz tief drin. Egal, so, meine Schultern. Ja, ich wusste doch, was du vorhast. Ich glaube, es tut mir leid für diesen Herren. Das ist ein fantastisches Video, aber wir haben leider nur 120 Klicks dabei. Nein. Tut mir leid, bitte. Nein, das glaube ich nicht. Leid. Du hast, und das passiert ja häufiger, eine 0 verloren auf dem Weg des Denkprozesses. 120 Swatch 1200. Oh. Das ist richtig, 1200 Klicks ist die Lösung. Wow. Okay. Also das Zehnfache von dem, was du da lächerlicherweise hingeschätzt hast, ist die Wahrheit. Wir sehen das jetzt. Oi. Oh! Das, Mathematik! Nee, relativ einfach. Nee, geil. Also da brauchen wir. Weiß ich nicht, wieso ihr da jetzt so lange noch mal rumgerechnet habt. Ich hab die 2, ich hab die 2 dabei, da freu ich mich doch sehr. Okay. Wenn man vorne ist, einfach mal Schnauze halten. Nicht anfangen mit, du hattest einen schlechten Tag, irgendwie, das sieht man dir an. Nee, einfach mal straightforward weiter schätzen. Timecode! Das ist gar nicht so lange her. 4. Januar. Ist das hier Olympia? Nee. Nee, da war noch keine Olympia. Aber vielleicht oben. Weiß es nicht. Ja gut, der sieht jetzt auch nicht aus wie der Olympiasieg, ehrlich gesagt. Also nicht, wie heißt diese Sportart? Fahrradfahren. Okay, gut. Dann haben wir das auch mal geklärt. Geil, Alter, dem habe ich's gezeigt. Ey, der wird sich so schnell nicht erholen. Und das ist, und man fährt da immer im Kreis. Und da gibt's die Steilkurve. 100 Meter Slalom. Bahnbike. Und man macht's mit diesem Bahnbike. Speedbahn-Bikey. Alter. Glaubst du, ein Profisportler auf einem Bahnbike gegen dich auf einem Profifahrrad, wer gewinnt? Ich verstehe es nicht. Wohin? Von der Bahn, Deutsche Bahn. Wohin? Das ist doch die einzige Frage, die sich gerade alle gestellt haben, oder? Ist wohin? Okay. Also. Oh Gott, ist der heute schlecht drauf, ey. Ah. Was ist das, Ziel, der will. Komm mal her, wir machen mal Rücken deinen Rückenhack. Komm, mach mal deinen Rücken her. Komm, reib mal den Rücken ein bisschen an mir. Hm? Jetzt mach mal die Augen kurz zu und denk einfach mal dran, dass es wahnsinnig schön ist, dass wir beide uns kennen und so lange schon zusammen die Sendung machen. Piss dich jetzt aus meinem Leben. Ich fange an mit meiner Schätzung. Ich glaube, das Video fängt an mit einem Image mal wieder und danach kommt der gute Titel. Ist natürlich für so Freaks total interessant, aber wenn, dann hat sich das noch längst nicht geteilt. Wir sind im Januar bei der Veröffentlichung gewesen und das ist das Undercover-Video. Ach, vergiss es nie im Leben. Guck dir mal die Bandensachen an. Und zwar haben wir. Das ist doch nicht in Deutschland. Viele Leute, die gerade bei Olympia unterwegs sind, auch aus unserer Community. Und da gibt es jemanden, der hat eine Rear-Kamera angemacht und hat dafür ein Video eingeschickt. Und deswegen sind wir hier bei 11 Klicks lediglich. Ja, ich glaube, jetzt ist was passiert. Hm? Weil du hast aus deiner Dummheit heraus vielleicht genau glücklicherweise getroffen. Mhm. Ja.
Weil ich glaube, es ist nicht das Undercover-Video, aber ich glaube, es hat trotzdem wirklich nicht viele Klicks. Sag doch auch 11. Gucken, was passiert. Gucken, wie Johanna rotiert, dann Regie, was dann passiert. Aber es hat gut getan, gerade mit diesem Rücken-Rub. Müsst ihr mal ausprobieren, das ist ein neuer Trend. Es stehen 2 saftige Punkte auf dem Spiel. Ohne Witz, ist ein neuer Trend. Wer 2022 noch nicht seine Rücken mit seinem Kumpel abgeraddert hat, der ist kein richtiger Mensch für mich. Das Video ist nicht mal einen Monat online. Wie viele Leute schauen sich das an? Rückenrattern. Ab jetzt, 2022. Oh, es hat es unter 11. Ich kann doch jetzt nicht unter 11 sagen, ey. Das geht doch nicht. Mensch, war doch schneller, Udo! Zieh an, Mensch, den kriegst du! Udo, falsche Richtung! Gibt's bei der Olympiade wie so Hooligans, die wirklich einfach so stehen können und sagen, Linienrichter, wir wissen, wo dein... Ich hab keine Ahnung, wie die heißen. Ja, die Hooligans, die treffen sich immer dann auch zur dritten Halbzeit, also nach dem Spiel, und dann gehen die auch mit dem Fahrrad aufeinander los. Fahren die so. Und immer nur einen Schlag, wie beim... Mal so 2 auf dem Wheelie und dann... ding, ding. Nehmen mit so einer Lanze, fahren die dann so aneinander vorbei. Wie heißt denn dieses Stabhochsprung. Tjosten. Nee, wie die Pferde aneinander, die Ritter. Ritter aus Leidenschaften. Ah ja. Wie? Tjosten. Nee, ich meine jetzt nicht den Experten für Corona. Ich meine dieses Lanzengang oder was genau willst du jetzt? Ja, wie? Tjosten. Christian. Ach, Jesus Christ. Mach das Bild, Christian Tjosten, er auf einem Pferd mit so einem Teststäbchen als ja, Lanze. Mein zack, Gott, der Gag schreibt sich doch von allein, die Likes liegen doch auf dem Boden. Ich sag, wir haben 20 Klicks. Ich glaube einfach nicht, dass es weniger hat als 11, weil kein Video hat weniger als 11. Ich stehe mal ganz kurz auf, weil die Dramatik ist durchaus in der Luft, denn es geht hier nicht nur um einen Punkt, sondern um 2. Und das reicht mir. Ich muss auch mal aufstehen. Nein, du hast falsch ausgesprochen. Es geht um 11 Punkte, denn die habe ich jetzt. Tu es bitte, gib mir die Punkte. Tu es bitte, gib mir die Punkte. Ich brauche die 20, die 2 Punkte. Nein, fuck! Bam, rein damit. Du bist einfach ein Genius. Du bist einfach ein, ja, du bist einfach einer der großen, der Top 50 Menschen dieses Jahrhunderts. Sammy Ryu. Ja, meinst du, ich bin noch in den Top 100? Ruhe bitte. Davenport's master's office. There's no one here. Oh, sorry. Oh, yes, yeah. Yes, 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 I'm sorry. Yeah, I want to order the new Jungle Cruise Canopy Kitty Swimming Pool. Okay, yeah, eine Büro-Comedy. Amateur. Oh. Gedreht. Was ist das? Sehr schlechte Qualität. Sehr schlechte Qualität. Und das sind auch nochmal die Outtakes davon. Ja. Finde ich immer gut, wenn junge Leute was eigenes drehen, eigene Sketchshow, eigene Bürocomedy. Ja. Sieht halt nicht aus wie ein Büro, aber gut, da muss man natürlich gucken, wie es läuft. Meinst du, die kommen mal auf die Idee, dass man so ein Etikettiergerät nimmt? Oh, es gibt sogar Talking Heads. Klassische Mockumentary-Stil, sehr gut. Ja, aber muss man sich jetzt auch nicht ganz angucken. Wir können einfach noch nicht so richtig die Humorfarbe erkennen. Guter Song. Also natürlich die Frage, ne? Wie viele schauen sich das an und wie viele schauen dann noch Outtakes an? Und dann kriegen die das Etikettiergerät, kriegen sie halt nicht abgezogen. Genau, die kriegen es nicht abgeschnitten, weil sie nicht wissen, wo der Zettel quasi abgeht. Und dann ziehen sie das so lange und so aneinander. Und dann macht man so einen schnellen Zusammenschnitt und so, wie sie alles versuchen, mit einem Hammer oder so, das abzumachen. Und das ist Namensschild. Und dann wollen sie halt unbedingt das Namensschild. Aber wie kommt man da raus? Was ist das letzte Bild? Was ist die Pointe? Man könnte zum Beispiel das Etikettiergerät mitsamt des Zettels, den man nicht abmachen konnte, an das Hausschild kleben. Also an die Tür. Weil man hat den Zettel nicht abgekriegt. Und da macht man nur eine Tür zu und dann kommt der nächste Sketch schon. Findest du gut? Ja. Hey, komm, irgendwann kommen wir wieder. irgendwann kommen wir wieder. Komm. Nur weil uns damals die großen Konzerne nicht abkaufen wollten. Wir schaffen es noch. Das hat doch nicht viele Klicks! Dann sag doch deine dumme Schätzung. Aber klar, das werden die sich angeguckt haben. Haha, guck mal, die Klasse, haha, unsere Outtakes. Wir sind hier bei
39. Du kennst nicht The Master's Office, oder? Das war ein riesen Fanprojekt zu The Office. Wirklich? Ja. Auf Netflix läuft das. Echt? Ja. Das läuft auf Netflix. Nein, aber wir sind trotzdem bei mehr, denn Outtakes sind immer lustig. Also alle, die The Master's Office gesehen haben, was insgesamt 350 Leute waren mit Family and Friends, haben das gesehen. Aber leider teilweise auch in Gruppen. Und deswegen sind wir hier nur bei 140 Klicks. Also es haben 60.000 Leute gesehen, aber halt leider in sehr großen Public-Viewing-haften Sessions. Und da kriegt man leider immer nur einen Klick, ne? Was für eine Verschwendung ist es eigentlich, ein YouTube-Video in einem Stadion sich anzuschauen? Ja, das wäre eine Riesenverschwendung. Das also AdSense rotiert. Aber. So, bitte einmal einen Punkt, bitte. Für mich, wenn es geht. Come on, baby, come on, baby. Oh. Brandgefährlich. Da kenne ich mich aus. Da kenne ich mich aus. Da kriege ich das Pünktchen rein. Bitte schön. Das sind 11 online. 11, ja. Alter, ist das der hässlichste Schreibtisch, den ihr je gesehen habt? Nicht nur, dass er komplett überfüllt ist, sondern auch einfach das faulste Wallpaper der Welt? Einfach ein viel zu kleines Wallpaper? Guck mal, da American Flag, finde ich gut. Ah, es geht um Fiverr, okay. Ein Tutorial, wie man auf Fiverr also ein Angebot reinstellt. Was ist Fiverr, Florentin? Da kann man sich so Sachen, Dienstleistungen erschleichen. Wohin? Frag nicht immer, wohin immer. Das ist die schlimmste Frage, wohin. Das ist ein Tipp gewesen von Frank Elter. Nee, da kannst du, wenn du irgendwie so ein wenn du ein Logo brauchst oder so, kannst du sagen, lass mir das von irgendjemandem machen für 5 Euro. Okay. Oder mach dir wirklich jemand für 5 Euro ein Logo. Also probier das doch mal aus, wenn du im Interview bist. Wohin? Wenn du nicht mehr weiter weißt oder auch mal nicht zugehört hast. Wenn du zum Beispiel bei einem Meeting oder so angesprochen wirst, oh fuck, ich habe nicht zugehört. Wohin? Wohin? Herr Pausen, wie erklären Sie sich, dass die Quartalzahlen schon wieder gesunken sind? Wohin? Sie sind befördert. Sie sind unser bester Mitarbeiter. Sie sind genial. Ja, das okay. Ist, glaube ich. Ich fange an mit meiner Schätzung. Wir interessant haben für 4 Leute. Ja, irgendwie ist diese Aufmache halt so kacke und hässlich. Der Titel ist grandios. Da möchte ich wirklich einen Orden für den besten Titel 2021 vergeben. Ich schätze, 2020 ist hochgeladen worden. Ah, es ist schlechtestes Audio der Welt einfach in so einem Konferenzsaal. Ach, ist es ein Live? Er spricht ja auch selber gar nicht. Live-Show? Nee. Aber viele in Sri Lanka brauchen ein Logo. Das ist das Land mit den meisten Logos 2020 wirklich? Ja, Sri Lanka. Dabei ist die Flagge an sich schon ein geiles Logo. Ich bin bei, auch wenn es Expertentipps sind, leider nur 78 Klicks. Nee. Ich bin bei 14 Klicks. 14. Ich trau. 14, ich kann die Krone schon sehen. Nein, ich finde, der Titel ist wirklich so grandios. Gib ihn mir. Das muss wenigstens ein paar Klicks generiert haben. Bitte schön. Gib mir, gib. Boah, 93. Ich sehe es gar nicht mehr von hier. Alter, meine Maulwurf-Klötzerchen. Boah, das war sogar eine richtig gute Schätzung, muss man echt mal sagen. Oh, Deutschland! Ist das ein deutsches Video, ja oder nein? Wenn eindeutig wir uns in Deutschland befinden und im Titel auch Deutsch steht. Im Titel steht nämlich Train Driving Treuchtlinge. Obwohl Treuchtlinge? Das ist eine schöne Strecke. Schön in den Bergen. Kennst du natürlich. Treuchtlingen. Das sieht ein bisschen aus wie der Weg nach Heidelberg. Da kommt Neckargemünd. Oder, Leute? Sieht das nicht genauso aus wie Neckargemünd? Ja, was machen wir jetzt? Ist es ein deutsches oder nicht? Na, wir gucken mal. Da kommt doch bestimmt gleich noch ein Lokführer. Servus, Leute! Viel Spaß! Wir fahren jetzt nach Treuchtlinge. Ja, ist deutsch, oder? Was sagst du? Also, wie war unsere Regel nochmal? Naja, also dadurch, dass es der Lokführer ist, ist es jetzt kein amerikanischer Tourist, der das filmt aus dem Fenster, sondern er wird wahrscheinlich auch in Deutschland leben. Es geht wirklich um den, der das Video macht. Der Produzent ist Deutscher, es wurde in Deutschland gedreht. In der Titel ist Train Driving ist nicht deutsch. Was steht im Beschreibungstext?
Schaut mal in den Beschrieb. In den Beschrieb, wie ich es immer gerne sage. Da steht nix. Da steht nix, weil es das Undercover-Video ist, oder? Es wird halt keine Sprache gesprochen im Video, ne? Das könnte das Undercover-Video sein. Ja, ja. Und weil derjenige verhindern wollte, dass es einen doppelten Punktzahl gibt, hat er noch Train Driving dazu geschrieben. Guck mal, jetzt fahren wir mal wirklich durch Teutlinge. Ist das ein deutsches Video? Jetzt lass uns mal kurz dranbleiben. Wir müssen das jetzt kurz klären. Ey, das ist deine Regel. Ohne Witz, die hast du schon 5-mal hingeschrieben, umgeschrieben und immer so für dich gerade passend ausgelegt. Nein, ganz kurz. Meine Regel war, das Video ist nicht notwendigerweise Deutschland, nur deutsch, weil es in Deutschland spielt. Wenn ein Tourist nach Berlin fährt und Berlin filmt, ist das Video nicht deutsch, weil der Tourist selber kein Deutscher ist. Aber hier ist davon auszugehen, auch wenn Deutsch keine Rolle spielt in dem Video als Sprache, weil nichts gesagt wird und gemacht wird, ich würde trotzdem sagen... Also meine Regel wäre... Aber warum, egal, wenn der Titel Englisch ist... Und ich finde, meine Regel Englisch sollte man auch langsam mal wirklich in die Bücher schreiben, ins Flixi-Klicks-Buch. Wenn du einen Deutschen hörst im Video, Deutschbonus. Wenn du in Deutschland bist, nein, das ist Quatsch. Doch, das doch, ist Unsinn. Nochmals, nein, doch. Nein. Alles was ist denn, wenn amerikanische Schulklasse Freude schöner Götterfunken singt? Das ist ein deutscher Text, deutsches das Lied. Das habe ich ja nicht in meiner Regel gerade kommt. Du hast ja gerade gesagt, Deutsch gesprochen wird. Das ist eben nicht so leicht. Was ist, wenn die in Sri Lanka die Räuber spielen? Das ist eine komplizierte Show, klar. Dann ist es kein deutsches Video. Dachverband. Also wir haben ja gesagt, entweder es sind Deutsche, Österreicher oder Schweizer, ja, die Deutsch sprechen. Ja, aber wohin? Wenn jetzt ein Amerikaner versucht, ein bisschen Deutsch zu sprechen, ist es kein deutsches Video. Oder, neue Regel, doch. Nein. Egal wo Deutsch, selbst wenn die in Sri Lanka Deutsch singen, nein, ist es deutsches. Diese deutsche Flagge, wir sehen doch nur Quatsch. Deutsche Flagge. Das heißt irgendwas Deutsches. Nein, das ist Quatsch, das ist Quatsch. Das neue ist nicht Regel, Sinn der Sache. Egal, wenn wir eine Kuckucksuhr sehen, nein, sofort das ist nicht deutsches Sinn der Sache. Dings. Nein, alles, was Deutsch ist. Deutschen Panzer, sofort Deutsch. Ich bin hier unsicher, weil der Titel ist natürlich ausschlaggebend. Für das Video, Train Driving, Treuchling, ich würde sagen, es ist deutsch. Was ist deine Regel nochmal? Wenn der Produzent deutsch ist? Ja. Ja, aber wenn das Video in deutscher Sprache gemacht ist. Wenn ihr davon ausgeht, dass der Videomacher deutsch sein könnte, das ist mir, also das weiß nicht. Müssen wir die Anwälte nochmal losschicken. Keine Ahnung, ihr entscheidet. Ja, was sagst du denn, Johanna? Ja, Johanna kann jetzt gerade nichts sagen, weil es das Undercover-Video ja, ist. Deswegen weiß. Ist sie so klein mit Hut. Gehen wir nochmal ein paar Zentimeter weiter nach vorne. Weil ich will wissen, was auf dem Zug steht. Wo sind wir denn da? Nürnberg! Nürnberg! Ach du Scheiße. Ja, also die Strecke kenne ich, also da bin ich ja manchmal unterwegs. Weißt du, wenn ich ein bisschen rauskomme irgendwie so, da bin ich ja auch unterwegs. Also aus Fürth fahre ich immer gerne rein. Ich hab's sogar noch. Treuchlinge. Ja, da bin ich immer gerne unterwegs. Da hole ich mir ein Würstlein Weckler oder ein Wenger Würstlein Weckler. Also da bin ich immer dabei. Also ja, das kann ich ja sagen. Ja, das habe ich vielleicht selber gemacht, das Video. Ja, du sollst mal ein paar weniger Weckler essen. Da war. Ja? Was heißt denn das jetzt? Ja, Franke, weil du dein Cholesterinspiegel sieht nicht gut aus. Ja, voll, also man muss ja auch ein bisschen leben kennen, oder? Naja, klar, aber man muss ja wissen, wie lange. Und so ein Waller, wie lange lebt ein Waller? Hast du mal nachgeschaut, Waller? Ja, nicht mehr so lange, also so ein paar Wochen habe ich noch. Ein paar Wochen noch? Ja, ein paar Wochen. Gott, ja, dann friss weiter. Hab einfach eine schöne Zeit, Walli. Ja, natürlich ist es scheiß Undercover-Video, deswegen gibt es keinen Deutschbonus natürlich. Nein, wir müssen das jetzt klären. Das ergibt jetzt keinen Sinn. Wenn alles an dem Video wird. Ist deutsch, außer der Titel. Und selbst da ist 33% des Titels ist deutsch. Das sind 3 Wörter. Wenn gar nicht gesprochen wird im Video, ist es auch Quatsch. Aber dann zu sagen, es ist ein deutsches Video. Wenn irgendjemand in den Wald geht und einen deutschen Wald filmt und es hochlädt, dann ist das Video plötzlich deutsch, obwohl kein Wort deutsch gesprochen wird. Na, wenn offensichtlich ist, dass wir uns in Deutschland befinden, also nicht, ja, hier ein Wald, der sieht nicht deutsch aus, dann weiß man es nicht, aber wir fahren hier durch Treutlinge, Nürnberg und so. Aber der Sinn der Kategorie ist ja, dass es ein Video ist, das wir verstehen können, wo wir die Leute kontaktieren können, wo wir wissen, ah, okay, das ist jemand und so und der... Also gut, von mir aus, dann ist es deutsch. Aber da müssen wir echt nochmal in den Almanach gehen, weil es ist albern. Nee, das unabhängig ist nicht davon deutsch. Hast du natürlich völlig recht. Ich gehe auch davon aus, dass es ein Undercover-Video ist. Falsche Karte. Nein, es ist natürlich jetzt nicht deutsch. Wir werden das nochmal klären müssen. Und zwar in den Kommentaren. Die Leute. Du sagst, es ist nicht deutsch. Ich sage, es ist deutsch. Aber wir haben ja mal folgendes Problem gehabt, dass dann ja alle Undercover-Videos dürfen ja nicht irgendwie, das darf dann ja nicht zu sehen sein, dass man in Deutschland ist, sonst ist es ja sofort immer deutsch. Und dann ja. So. Aber egal. Für mich ist alles andere Quatsch. Du kannst ja nicht überlegen, ob der einen deutschen Pass hat oder so. Ob der Videoersteller, ob der Produzent eine Cousine also, was hat. Was sagst du jetzt? Was sagst du jetzt? Was ist deine Meinung?
Also, der Bonus ist ja eine deutsche Flagge, ne? Und wo könnte alles eine deutsche Flagge draufstehen, wenn das Video eindeutig in Deutschland spielt? Dann ist es deutscher Bonus. Da haben wir das Touristenproblem. Ja, was ist, wenn ein Russe irgendwie nach Bielefeld fährt und dann da die Kirche... Dann ist Deutsch. Nee, das ist doch Bullshit. Wir sagen, das ist doch wenn nicht der im Video Russisch warte mal, spricht es ist ja nicht der Deutsche. Und seine russische Familie in Bielefeld uns interessieren finden. Doch nicht der Pass der Menschen. Uns interessiert aber dann was müssen wir immer gucken, bei jeder dummen Stadt müssen wir gucken, ist es eine deutsche Stadt, ja oder nein. Weiß doch kein Mensch, ob das jetzt Polen ist oder Deutschland. Deswegen, wenn es eindeutig irgendwo steht, das ist Bielefeld. Ja, aber das ist doch albern. Nein, wenn das, aber das machen wir wenn doch das nicht auch deutsch schon. Gesprochen wenn du, wird, wenn dann nicht Reklame die Leute siehst, deutsch. Wenn du Reklame siehst und es steht deutsch, sagst du immer sofort deutsche. Ja, es sei denn, es sind Touristen. Und wenn nichts gesprochen wird und steht im Hintergrund deutsche Reklame, das ist genau das Problem, das wir jetzt haben. Wenn es Punkte für dich genau gibt, das Problem, gesagt, das wir jetzt haben. Was ist, wenn so kein Deutsch gesprochen wird, aber es offensichtlich in Deutschland? Passt. Nein, das ist albern. Du bist einfach ein Kasper. Weißt du, das machen wir nach nee, dann ist es, okay, das ist jetzt nicht deutsch. Das ist nicht deutsch. Gut. Widerspricht allem, was du gerade gesagt hast. Nee, weil okay, ich jetzt gerade nicht gegen deine Regel, die du so, ja aufgeschrieben gut. hast. Ich wollte nur ist aber ein tolles Video, das können ja. wir sagen. Ich wollte dafür plädieren, dass wir die Regeln nochmal anpassen, weil es jedes Mal zu Diskussionen führt. Und das würde nicht mehr zu Diskussionen führen, ich sag's dir. Und zwar ganz eindeutig. Okay. Dass wir das ein für alle Mal jetzt verschoben haben. Dann musst du mit deiner Schätzung anfangen. Ich werde aber, ich sag's dir jetzt schon, unwesentlich mehr tippen als du. 62. Nee, das ist ein Undercover-Video, das hat 11 Klicks. Also kann schon für die richtigen Leute ein toller Beruf sein, oder? Ja. Also da wirklich diesen Weitblick immer. Gibt es einen Beruf, wo du sagst, das ist für keinen richtigen Menschen ein richtiger Beruf, ein toller Job? Boah, irgendwie, wenn du so riesige Schlangen, dich aus Schlangen befreien musst den ganzen Tag. Schlangen liebt? Wenn du, nee, aber was selbst ist das für ein dann, Job nochmal genau? Wenn du wirklich morgens aufwachst und so richtig dicke Schlangen um dich herum ja, gut, das dich so. Würgen so das und du musst dich da rauskämpfen, ja, das glaube ich ist ein Job. Oder wenn man halt morgens Job. Aufwacht und brennt oder so, das ja. finde ich auch. Oder wenn du ja. in so einer Grube mit Skorpionen aufwachst lebst oder so, ja. das ist echt ein Scheiß. Das ist schon ein guter Job, das stimmt. So, einer kriegt einen Punkt, mehr ist die Frage, ich frag's mich auch. Oder wenn du halt unter Wasser arbeiten musst und du hast halt gar keine kein Sauerstoff und nichts, dann ja, ist das auch doof. 11 zu 62, bitteschön. Oh! Oh! How to build a tense integrity model. Today we are going to look at how to build a that's notched at either end and complete with a lap for safety. Completed the step for each rod hand. We ist das für automatisch the result is the shape of a capital I. Essentially what we have here is a model that's most importantly, the model, however, is far from stable. To give it the strength, as well as of rods 1 and 4 to either side of rod 5, neues Ratespiel. Was ist attach das eigentlich? The strings as before and cap the end. Most attention to the model, as it will still is looking good. Now you have the tools to accurately architecture. Ach so, das sind diese Dinge, die mit Schnüren dann immer so zusammengehalten sind und super stabil sind und niemand checkt, warum. Aha, jetzt wissen wir es aber alle, warum, ne? 2012. The rods uncapped. Essentially, what we have here verstehe ich trotzdem noch nicht. Wo gibt's denn sowas? Ja, ganz verstehe ich es auch nicht, aber ich glaube, die Idee ist, dass sich das gegenseitig stützt, obwohl es nur Schnüre sind und so. Aber So sind auch viele Häuser aufgebaut mit Schnüren? Schnürl. Wenn Häuser später nur noch aufgeschnürt. Ach geil, oder? Das Logo kommt von ganz hinten. Ja, 2012 ist eine lange Weile her, aber wie lange genau? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Wie lange genau sind 2012 her? Wie viele Jahre? Ich muss anfangen, weil wir gerade so viel rumgemacht haben, wollen wir auf jeden Fall noch ein paar Videos sehen. Ich schätze, dieses Video hat stolze 79 Klicks. Das ist wirklich schon seit 10 Jahren online. Das ist also Tensegrity Model. Anscheinend ist es ein Thema für manche Leute, die dann Tensegrity. Ach so, wie Integrity, aber aus Tens. Also dadurch, dass die Schnüre gespannt sind und Tens sind, gibt es eine Integrität in der Konstruktion. Nee. Deswegen sage ich 280. Ja, ich weiß, Leute, tut mir leid, ich muss einfach mal radieren. 280 zu 79. Nun müssen wir schauen, wer ist näher dran, wer wird sich. Okay. Ist ein Thema, das offensichtlich doch mehr Leute bewegt, als wir dachten. Ich glaube, 2012 war das ein Riesending. Es war ein Riesending.
Vielleicht hat es jeder Architekturstudent schon mal sich schon wieder fucking Image, ey. Immer diese Image-Titel. Überlegt euch doch mal einen coolen Titel für das Video. Ist ein tolles Video. Das interessiert doch Leute wie Knoblauch. Ist es Knoblauch? So wird Knoblauch geerntet. In roten Körben? Alter, das wusste ich nicht. Ist das wirklich Knoblauch? Ja, ne? Kein einziger Vampir auf dem Feld. Aber nicht in weit und breit nicht. Nicht in Sicht. Ich glaube, das ist ein geiler Job. Knoblauchernte ist ein geiler Job, einfach weil du überhaupt null Stress mit Vampiren hast. Stell dir mal vor, du willst leben und du hast null Stress mit Vampiren. Aber richtig schlechter Job für Vampire. Das stimmt natürlich, das stimmt. Wenn du zum Arbeitsamt gehst und die haben nur noch einen Job, Knoblauchernte, und du sagst, verdamm ich noch eins. Tja, das ist für dich ein Vampir. Ich glaube, du hast nicht Twilight gelesen. Twilight, ja, du hast Twilight gelesen, wissen wir alle. Kann es sein? Da kam nie das Wort vor. Mittlerweile offiziell im Duden. Ja, ich glaube, ein Riesenrenner ist das Video nicht. Ist immer mal ehrlich. Naja. Ich schwöre das erste Mal, dass ich überhaupt ansatzweise gesehen habe, wie Knoblauch aussieht. Ja, aber selbst das, wie viele Klickmillionen würde das anziehen? Das ist gar kein Knoblauch. Das ist Knoblauch. Ich glaube, es ist Knoblauch. Ja. Könnte auch irgendeine andere Knolle sein. Könnte in Deutschland aber auch sein. Wer sagt, dass es kein deutscher Knoblauch ist? Es gibt ein offensichtliches Beweismittel dafür, deswegen das brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ich fange an und sage, Knoblauch lockt heute kaum mehr jemanden hinter der Pfanne hervor. Das sind... Aber früher, ne, war es ein Hit. Ich sag wirklich, das sind 6 Klicks. 6 Klicks? 6. Ja, wir haben natürlich Image, ganz klar, aber vielleicht ist es embedded bei der größten Knoblauchseite Deutschlands und die hat insgesamt 80 User und von denen ist die Hälfte gesehen. Im Knoblauchforum einfach so. Ich bin Mod im Knoblauchforum, du kannst mir gar nichts sagen. Immer noch, bewerbt euch mal mit eurem schrägsten, mit eurem nischigsten Hobby. Ja, da kommt gar nichts rein. Gar weil nichts. Die halt keinen verflixte Klicks gucken. Wir haben halt nur so Mainstream-Leute, die ganzen Tag. Einer hat geschrieben, ja, ich bin Sanitäter. Ich sag's, der ist sein Job, das zählt doch nicht. Ja. wir haben nur so Mainstream-David-Guetta-Leute. Ja, halt. Hunderte David-Guetta-Fans. Aber also wirklich, ich bin... Ich höre David Guetta, ist das nischig? Ich bin so im Reibeforum aktiv. So irgendwie so verschiedene Reiben für Kartoffeln und für so, wo man sagt, okay, du bist der Experte. Sag 40. Mal bitte eine Schätzung. 40 zu 6. 40 zu 6, das ist ein Unterschied von vielen Punkten. Und wir schauen mal rein. Unser Unterschied hier wächst zwischen 6 und 4. Gib mir den Punkt, bitte. Tu es doch einfach. Ja, gute Schätzung mal wieder. 7 zu 4. Heute habe ich es on the fly. Heute habe ich es verdient. Doch nicht wieder IMG, Mann. Wieder ein Image im Titel. Haben wir schon mal gesehen? Nein. Such. Oh, da würde mein Hund jetzt auch wieder sich freuen. Oh, der hat keinen Schwanz, ne? Stutzt. Jetzt such die scheiß Leiche. Oder wir suchen gleich deine Leiche. Sie sucht die Leiche ihres eben verstorbenen Mannes, offensichtlich. Oh nein, der geht hier rein in den Ventilator. Rein. Good boy. Was hat er denn jetzt finden müssen? Hoffnung. Also Pandemie, ja, wir haben... Mundschütze hier. Alter, kann man ja nicht mal mehr sagen, im Pandemie-Jahr, ne? Bullshit. Das Video interessiert mich nicht. Ich sage, es hat 14 Klicks und sonst nichts. 20, du sagst bitte auch deine 21. Schätzung. Das dritte Jahr jetzt. Früher haben wir immer sagen können, es ist gerade hochgeladen worden wegen des... Oh, dein scheiß Zeitspiel nervt. Jetzt wirklich. Ey, come on, ich habe vorhin sogar... Ohne Bullshit. Zeit, so, dann ich habe vorhin richtig ran jetzt. Druck gemacht, dass wir noch ein paar Videos kriegen und jetzt kommst du mit Zeitspiel, nur weil ich mich einmal kurz mit dir über die Pandemie unterhalten will. Wie geht's dir denn eigentlich? Sag mir deine Schätzung. Mann, ich habe das Video noch nicht mal 5 Sekunden gesehen. Keine Ahnung, was der gesucht hat. Gut, niemand weiß, was er gesucht hat. Weil es nicht gefunden hat, weil ein Versagerhund ist. 42. Hm? Okay, 42 zu 14. Ich bin gespannt, wie das Ganze aussieht am Ende nach der Auflösung. Oh. Eine Güte. Chill doch einfach mal dein dummes Leben. Kannst nicht lesen. 11. Kannst nicht lesen. Kauf dir doch irgendwas. So. Oh, Minecraft, endlich. Ich liebe Minecraft. Okay, ist ein Streamer, der Donations bekommt? Okay. Kriegt man da als Streamer viele Donations, Florentin? Kann man davon gut leben?
Kann man sich davon... Ach ja, also du kannst, ich gehe einmal in der Woche, kann ich auf den Markt gehen und kann mir irgendwie so ein bisschen was Frisches holen oder so. Da gibt es so ein paar Stände, wo ich immer gerne bin. Und also da gibst du dein Twitch-Money aus? Da gebe ich mein Twitch-Money aus. Also da gehe ich dann hin und sage, ja, ich hätte hier gerne einmal so ein Prachtexemplar. Dann sagt er, es macht 40 Bit, sage ich, hier, wunderbar, bitteschön. Und dann kriege ich auch zurück einfach so einen wirklich saftigen, frischen, richtig, richtig frisch und zappeln, wo du einfach weißt, okay, das ist einfach mal eine gute Ware vom Wochenmarkt, einfach frisch direkt. Und dann kriege ich einfach mal eine schöne Fischkarte. Geil. Ich dachte, du gibst das Geld für andere, weil kurz bevor wir hier die Kameras angemacht haben, hast du deine Grills gerade rausgenommen aus den Zähnen. Da wollte Quatsch, ich wissen, ob das vielleicht ein bisschen zusammenhängt. Ein Gag. Also $5 kriegt er hier. You're making history. Also nochmal ganz kurz. Der Titel lautet Kilo Crazy Man Reaches the Minecraft Farlands. Dann in Klammern his reaction. Ist das jetzt eine Reaktion auf diesen legendären Minecraft-Moment? Jesus Christ. Ja, wir haben zwei Ebenen, ne? Ja. Kilo Crazy Man ist natürlich ein bekannter Streamer, kennen wir alle. Jesus Christ. Wie, dann kannst du wirklich so 1,73 spenden oder was bei Twitch? Ja, ja, ja. Das heißt, also was dieser User gemacht hat, er hat dieses legendäre Minecraft-Video genommen, hat es ein bisschen geschrumpft, hat einen eigenen Kommentar drüber gelegt. Das war, glaube ich, keine Absicht mit dem Schrumpfen. Das ist bestimmt beim Hochladen falsche Komprimierung, falsche Framerate oder so. Hat damit nichts zu tun, weiter geht's. Ja, also 14.000 Live-Chat hier, sehen wir, ne? 14.000 aktive Zuschauer, ist also ein Riesentyp, dieser Killer Crazy Man. Ja, aber wir haben einen Avatar, ne? Nicht vergessen. Ja. Yeet. Hast du drüber gehabert? Nee, aber das ist ich glaube, das hat keine Klicks. Ich muss anfangen, weil ich die Fischkarte gezogen hat. Ich glaube, hier versucht jemand auf den Ruhm eines anderen Content Creators aufzuspringen, macht hier ein wirklich grottenschlechtes Reaction-Video, ja. Falscher Bildausschnitt. Das Schlechteste, das ich bisher gesehen habe. Inhalt irgendwie zeigt sich nicht selber. Ich glaube, und hier muss ich, es tut mir leid, jetzt diesen fiesen Trick anzuwenden, hier muss ich leider einfach auf die magische Zahl nochmal gehen, als Schätzung, die mir vielleicht einen Gleichstand bieten könnte. Nee, du kannst nicht 8 zücken jetzt. Du kannst doch jetzt nicht hier kurz vor Ende die 8 zücken. Na klar! Ach du Scheiße. Ja. Hat er nicht gemacht. Das ist die 8. Wir sind meiner Meinung nach bei 31 Klicks. Oder 28. Wenn es jetzt 28 sind, bringe ich mich um. 31? Denn du bist für mich ein 31er. Kannst du googeln, was das bedeutet. 31 zu 8. Wir schlagen den Duden auf und gucken, was er bringt. Da kommt die 8. Da kommen die 8! 17.166! Mann, wo kriege ich meine Scheißpunkte noch her, Mann? Wo kriege ich um die Uhrzeit noch Punkte her, Mann? Alle Punkte, Kiosk haben zu. Geschlossen. Warum hat es 17.000 Klicks? Kommen Sie gerne nächste Woche wieder vorbei, da haben wir wieder frische Klicks. Dieses fucking Internet ergibt keinen Sinn, ey. Das nervt mich. Heute haben wir leider schon zu, es tut mir leid. Wäre es eine halbe Stunde früher gekommen, hätte sie noch was bekommen. Aber so kriege ich keine Punkte mehr von mir, es tut mir leid. Frage schon mal bei der Nachbarin, vielleicht hat die noch ein paar Punkte. Hast du alles verstanden soweit? Hey, komm, locker dich mal ein bisschen auf. Ich bin albern. Ich bin einfach am Boden. Ich hab nichts mehr. Was stimmt da? Dass du gerade was hochhüpft? Und nochmal. Ich glaube, das ist sogar das Ursprungsland und der Ursprungsbach der Pescale Cartella. Cartepece. Stark. Oh, ist das herrlich. Wir spielen verflixte Klicks, wir klicken jede Woche rein, um zu sehen, ob es diesen beiden Jungs gut geht. Die Punktejagd, da fieber ich jede Woche mit. Doch dann kommt Larry Lotzen und fistet ihn. Gut. unser Featuring Beardo. Unterbrich uns noch ein einziges Mal in einem Song. Oh, ist das nicht herrlich, so mit Freunden im Nationalpark? Ja. Herrlich, ein bisschen schön Handcreme rein, einfach schön reinballern. Yum, 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 yum.
Geschmeidig! Also, ich habe die Fischkarte gezückt, ich muss natürlich anfangen. Gibt's was Schöneres als Natur? Nein. Sag mal bitte eine Sache. Kartoffeln, das ist aber auch Natur. Ja, im Grunde ist es, ist es alles Natur. Aber es wäre eigentlich, wäre dir auch Kartoffeln gleich eingefallen. Ja, ne? Dies ist ja, schon das Beste. Ja. Toll. Super. Okay. Einfach mit Freunden, schön im Wald. Oh, das ist wohl ehrlich auch das letzte Video. Und bei dem Wetter. Oh, es sieht nicht zu heiß aus, ne? Ist noch bei dem Wetter. Schön, schön. Im Jasper National Park. Tja, Hike in the Rockies. Die Rocky Mountains sind das wohl. Und es ist der most. Also der Titel ist grandios, wieder mit so Querstreben. Oh, was passiert hier? Einmal kurz Köpfchen ins Wasser. Man kriegt auch ganz schnell mal eine heiße Birne beim Wandern. Genauso wie ich gleich eine richtig rote Birne bekomme, wenn ich genau treffe. Und zwar der höchste Treffer, den ich je bekommen habe. Wir sind bei 6000 Klicks. Jasper National Park. Ja, das ist schon gut gemacht. Diese sülzige Musik oben drüber, die netten Leute da drin. Das ist schon eigentlich eine gute Sache. Ich glaube, da kann man schon ein paar Klicks bekommen für diesen Hike, für diesen kleinen Naturausflug, wo man ja selber teilnehmen kann, ohne dabei gewesen zu sein, ohne sich die Schuhe aus dem Schrank holen zu müssen, kann man ja Teil davon sein. Ja, ich glaube, es sind nicht ganz so viel. Ich glaube, es sind 3.800. Alles andere hätte mich gewundert. Und deswegen, bitteschön, vielleicht, na, lass uns 3.888 sagen. Nee, komm, du bist so schon ziemlich kriminell nah an meiner Schätzebene dran. Gib mir mal ein paar Pünktchen, bitte. Gut, 3.888 sagt Florentin Will. Kann er hier mit einem genauen Treffer an mir vorbeiziehen oder hat die Fischkarte für zwei weitere Punkte gesorgt? Wir lösen auf. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Oh, lord. Kumbaya. Bam! Ich sehe es nicht. 347 Punkte. Ich kann das nicht sehen. Also wirklich, meine Knopfaugen, da geht nichts. Man könnte die einfach durch Knöpfe austauschen. Ich würde wahrscheinlich besser sehen als jetzt. Ja, du, normalerweise gehst du auch so ran, aber du bist heute einfach nicht motiviert. Also, steht 8-6. Das heißt, du kannst höchstens noch den Anschlusstreffer bekommen durch... Oh, stimmt! Oh, ich bin sehr gespannt. Aber erst mal ganz kurz. Wenn das Zugvideo nicht war, welches denn dann? Na, das, was ich gesagt habe. Olympia. Ach, das war kompletter Nonsens. Du bist... wie kann man so weit vom Weg ab sein und trotzdem gewinnen? Du bist einfach eine Schande. Du bist eine reine Schande. Ich muss mir jede Woche von dir solche Sachen... Kasper, einfach, weißt du, normalerweise geht man zum Motivationscoach, der sagt einem dann tolle Sachen. Und du jede Woche immer aufs Neue machst mich runter, machst mich fertig. Bitteschön, Undercover-Video. Auflösung. Danke für diese kleine Anspielung hier aufs ZDF. Heute Journal. Und nun wollen wir sehen, was das Undercover-Video war. Ah! Tatsächlich. Wir haben einen Zugführer unter uns. Alright! Woo! Geil! Guck auf Stroß, Kerle! Oh, wenn jetzt ein Unfall passiert, oh, ne? Unsere fantastisch. Weg. Toll. Darf man das? Wie heißt der Gute? Wie? Felix? Kenny? Kenny. Kenny! Kenny! Kenny, ey, danke dir. Mega gut, cooler Job auf jeden Fall. Sei froh, dass du von diesem Schlangenjob weg bist. Ja, wir fahren mit dir mal nach Teutlinge, nach Turtlinge. Schade, einen Punkt dann am Ende nur, aber Sieg ist Sieg, egal wie groß. Und deswegen Lars Pausen. Wir haben leider keine Zeit mehr jetzt für die Siegerehrung. Deswegen vielen, vielen Dank. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann. Nee, das können wir lassen. Super, 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 cooler Style. Ich komm ganz nah ran zum coolen Style. Also von mir aus können wir den Teil auch rauslassen. Also, Alter, ich sehe aus wie auf der Skihütte. Auf der Skihütte. Mach noch mal hier die Schneeflocken. So. Du, ob das für euch genauso gerade ist? Also ich pack's dann schon. Ne? Ich pack's dann schon. Ich will dann schon mal gehen. Lasst ein Like da. Wir wollen diesmal die 20.000 Likes voll machen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Verflixte Klicks wieder. Bis dann. Tschüss. Hey, Florentin, bleib doch da. Verflixte Klicks, verflixte Klicks, verflixte Klicks mit Lars Pausen und Florentin.